Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Es geht wieder los. Ja, die 21. Folge. Und falls ich hier heute sehr verkacke, ich bin nicht schuld. Ich habe mir den Finger ganz schlimm verbrannt und das ist mein Mausfinger. Und der tut gerade echt weh. Ich sag's doch. Wir haben einen Freddy. Und wir haben Ruin. Ja, Freddy ist irgendwo bei mir. Oh, hier, Ruin ist bei mir. Beim Zirkus links. Ah, ich bin auch beim Zirkus. Ich bin beim Pferd. Also. Nein! Freddy got me! Beim Zirkus links. Okay, dann gehe ich da mal gucken. Obwohl, es ist ja gerade. Die Nea ist hier am Gender. Kann ich mal kurz gucken. Wieder gleich. Boah, Alter. Ich komme hier mit meiner Maus gerade überhaupt nicht klar. Was ist denn hier los? Das liegt jetzt aber nicht am... Oh, ich habe auch gerade total kalte Hände, ey. Ich habe es eben nämlich noch gekühlt. Jetzt habe ich irgendwie total steife Finger. Am Zirkus links. Ja, da in so einem Jungle Gym. So eher Richtung Haus gehend. Ich hole dich erstmal. Er ist dort hinten. Sie schläft. Guck mal, wie sie träumt. Also andere Richtung jetzt, die da, wo du nicht hinrennst, da ist das Totem, ja? Ja. Oh, jetzt kommt der Vogel schon wieder. Ich glaube, er hat die Nea. Ich hatte gerade Herzschlag, keine Ahnung. Ich stell mich hier in die äußerste Ecke. Nee, hat er nicht. Oh, ich glaube, es macht schon jemand Ruin. Okay. Ja, war's. Ich bin in der Nähe vom Haken. Ich auch. Okay. Willst du oder soll ich? Mir egal. Oh, du musst! Okay. Er hat, glaube ich, Fake-Paletten. Weil ich meine, als ich eingeschlafen bin, stand dann da plötzlich eine Palette. Oh, he's coming back! Huch! Wieso kommt der auf einmal zurück, der Vogel? Hm. Wow. Scheißspiel. Ich kann halt leider auch gerade nicht für dich tanken. Ich bist aber an mir vorbei. Oh. Hauptsache, ich habe mich noch kurz geweckt. Ja, ich bin auch gerade am Wecker. Ich habe noch nicht gehangen, glaube ich. Es ist alles gut. Ja, also rechts von mir ist eine Fake-Palette. Links, die ist echt. Ich komm mal zu dich. Ja, die anderen zwei sind relativ weit weg. Und er ist, glaube ich, dort hinten auch. Ich vergesse immer, dass ich noch diese Aufgabe vom Archiv habe. Den Stun. Du musst erstmal heilen. Ja, kommen Sie mal mit. Wir gehen mal hier hinter. Du bist doch dying light. Du kannst mich doch relativ schnell heilen, ja, ne? Ich kann auch sehr schnell abhaken. Cool. Bei dir wiederum dauert es jetzt ja ein bisschen länger, ne? Aber ja, kann's ja nicht ändern. Ich weiß gar nicht, wie das dann ist. Wenn du jetzt länger brauchst beim Heilen, kriegst du dann eigentlich mehr Punkte? Also ich habe 526 bekommen. Weiß ich nicht. Sehen wir gleich. Ich habe 502. Hä? Okay. Hast du sogar mehr bekommen? Ja, vielleicht, weil ich halt Dying Light bin, als Bonus oder so. Hm. Was macht der denn da in der Shack? Mir geht an Jen. Der in der Shack ist, der vielleicht da drüben, da sitzt einer, der ist verletzt. Willst du den vielleicht schnell heilen gehen? Jo. Ich habe eine Krähe aufgescheucht. Juhu. Ich will doch nicht geheilt werden. Nee. Jetzt weckt er mich, aber ich wollte dich doch heilen.
Dann okay. Halt nicht. Aber danke fürs Wecken. Oh, Freddy ist in der Nähe. Okay, Freddy hat kein Barbecue, der latscht in die andere Richtung. Dann gehe ich gleich mal mit in die Shack, weil der war schon recht weit. Dann sind zwar wieder zwei Gents nebeneinander an, aber... Lea! Komm! Ja, rennt zu ihrem Wecker, glaube ich. Freddy ist bei der Shack. Ich geh mal zu meinem Wecker. Ich glaube, er jagt Adam. Weil er ist halt noch verletzt, er hat sich ja nicht heilen lassen. Naja, der jagt ihn. Bist du noch da hinten? Ja. Okay, dann gehe ich mal zu Nea und gucken, ob ich die heilen kann. Ich glaube, Freddy hat ihn verloren. Ich mache mit Nea hier mal den Gen schnell an und dann versuche ich sie mal zu heilen. Ja. Er geht wieder an die Shack. Ich denke mal, er wird den Gen jetzt treten. Adam kommt zu uns gerannt. Ja, Freddy kommt jetzt auch hinter, glaube ich. Oh, was macht der hier? Ich habe immer noch das... Ich komme nicht ran. Danke. Ich gehe jetzt mal wieder an den Gen in der Shack. Ja, ich kann. Ja, hallo. Ja, ich kann dich doch wecken. Okay. Ja, möchte nicht geweckt werden. Boah, in der Traumwelt, das geht so langsam. Ich komme heute. Ich habe irgendwie meine Maus liegt irgendwie total blöde. Vom Kabel und all. Ich komme nicht klar. Und mein Finger pocht. Aber dafür haben wir gleich nur noch einen Gen. Nicht jetzt. Cool. Hast du jetzt den in der Shack angemacht? Ja, oder den? In der Shack. Okay, Freddy kommt. Der läuft ins Haus rein, glaube ich. Ja, er ist am Haus. Er geht Richtung meinen Wecker da hinten. Ich weiß nicht, ob du irgendwie am Gen bist. Ich bin hier in der Shack. Achso. Ich mache hier mal kurz einen Totem weg. Und dann gehe ich mich wecken. Hast du jetzt schon in Gen angefangen oder so? Nee, ich bin gerade auf dem Weg zu einem, aber hier ist gerade Freddy vorbeigelaufen. Er läuft im Haus hoch. Er ist im Haus. Ich sitze quasi links von der Check den nächsten. Also nicht den, den wir gemacht haben, sondern noch einen weiter. Okay. Er portet sich, glaube ich. Ich komm dann zu dir rüber. Hier ist die Luke. Siehst du mich? Nee, schade. Du bist nicht verletzt. Wo denn? Beschreib mal. An dem Haus. Oh. Oh, sie ist. Oh. Wo oben ein Fenster kaputt ist, wo du an der Seite so einen Aufgang hast. Da ist direkt die Luke. Okay. Bin jetzt am Zirkus, ich renne jetzt mal zu meinem Bäcker, das hat ja sonst. Wir sind hier irgendwo. Ja, vor mir. Cool. Also da, wo sie liegt, da ist auch irgendwo die Luke quasi. Genau, da ist gerade drauf zugekrochen quasi. Genau. Ich bin direkt... Oh, ich bin sehr nah. Ich bin jetzt am Zirkus. Ich bin direkt hier. Oh, ich bin auch hier. Er läuft aber von mir weg. Ja, er läuft hier an mir auch vorbei. Aber er weiß halt jetzt auch, wo die Luke ist, ne? Ich hab ihn. Also ich sitze hier gleich quasi hinter euch an dem Gen. Also in die Richtung, wo der Verletzte jetzt guckt, da. Okay. Sitze ich am Gen. Freddy kommt, ich heile ihn schnell fertig. Hat er dich? Ja. Okay. Ich renne ins Haus. Vielleicht kommt er mit. Okay, der Adam ist bei mir. Ja. Gucken, dass wir das jetzt so schnell wie möglich. Ich gehe Richtung Shack. Da seid ihr zumindest nicht in Gefahr. Er folgt mir auch. Ja. Ist das eine Fake-Palette? Ja, beim Zirkus ist auch ein Ausgang.
Das ist eine Fake-Palette, okay. Das war eine Fake-Palette. Hoffe mal nicht, dass er nötig ist. Oh, Mist. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Adam rennt in deine Richtung, ich renne in Richtung Ausgang. Ja. Ich bin noch nicht am Schlaf. Er steht vor mir. Okay. Naja. Jetzt, kommt hierher. Oh Gott, dauert das lange. So in der Traum... Ja, in der Traumwelt. Das dauert dann alles so lange. Er hat sich kurz geweckt. Und kommt jetzt hierher, glaube ich. Aber die Ausgänge sind beide dort in die Richtung irgendwie von mir aus gesehen. Die sahen aus, als ob die nebeneinander sind. Ja, Freddy ist hier bei mir im Ausgang. Oh, er hat mich. Und? Ich hoffe nicht nötig. Nee, okay. Nein. Ich lass mich direkt hier heilen. Ach, es war eine Fake-Palette. Fuck doch die Hölle, ey. Ja, Fake-Paletten sind mies. Du kannst dann eigentlich nur Paletten ziehen, wenn du noch genügend Abstand hast für den Fall, dass es eine Fake-Palette ist. Ich habe gedacht, ich kriege ihn wenigstens gestunt einmal. Oh, ich hänge neben den Haken. Sehr spannend. Er kommt hier zu meinem Ausgang. Mein Ausgang war über die Hälfte hier hinten. Adam kriecht hier rum. Freddy ist bei dir. Ich mach den hier. Ja, er kommt hintergelaufen. Er läuft in deine Richtung. Vorsicht. Ich weiß nicht, wie weit er vor und zurückläuft. Keine Ahnung. Siehst du ihn? Ich hab Herzschlag. Oh, jetzt. Verdammt! Okay. Adam zum Ausgang, der jagt gerade. Komm. Geht raus. Ja, ich muss nur zum Ausgang kommen und aufmachen. Fertig. Er hat bestimmt über den Berg abgekürzt. Das. Ich bin tot. Was macht Adam? Er ist bei dir. Adam steht hier total wie besoffen. Jetzt Blutwächter. Ja, hat er nicht gehabt. Willst du mich heilen, Adam? Adam. Boah, das sieht lustig aus, wenn die träumen, wie die dann rennen, ey. Ja, weil der Kopf so hin und her schlackert. Den Hit gönne ich dir nicht. Böser Freddy, böser. Ich bin wieder auch durch die Map gefallen jetzt. So ganz kurz geht das immer nur so einmal, so eine Sekunde. Boop. Okay, also ich muss sagen, ich bin zwar nicht rausgekommen, aber ich fand es trotzdem eine ganz okay Runde. Also irgendwie für einen Freddy oder für eine Runde gegen Freddy war die eigentlich ganz in Ordnung. Ja, ich glaube auch. Und damit erste Runde durch. Mein Finger pocht immer noch, aber ich glaube, so langsam geht's wieder. Yes! Ich höre auf mit dem Mimi und ich wärme mal meine Finger noch, bevor wir in die nächste Runde starten, weil ich habe echt eiskalte Hände jetzt durch das Gekühle und das ist echt doof zum Spielen. So, genug damit, weiter in die nächste Runde. Und weiter geht's. Ich habe ja schon irgendwie vermutet, wir kommen jetzt auf die Vorschul-Map, aber nein. Heute noch nicht. Vielleicht. Oh, Anna. Der Anna. Mhm. Ich bin in der Scheck hinten mit Nea. Sie ist hier hinterm Haus auf der anderen Seite der Scheck bei mir. Mhm. Nea hat mir eine Kiste gesponsert, danke. Und jetzt mache ich hier ein Totem, aber es leuchtet nicht. Also hier an der Scheck hinten ist auch direkt ein Ausgang. Es könnte sein, dass sie zu euch kommt, weil. Oh nee, die ist wieder hier. Sie hat jemanden. Sie hat zumindest gerade ein Beil gezückt. Ja, sie hat Fireman. Sie hat den Feuerwehrmann. Sie hat den Feuerwehrmann. Ja, wenn es jetzt brennt, das ist jetzt schlecht. Gott sei Dank spielen wir nicht was anderes, wo es öfters mal brennt. Es brennt! Dann hätten wir ihn jetzt gebrauchen können. Ja. Oh, ich habe reingehupst. Mist. Ich
glaube, der Killer will nicht mit uns fahren. Schade. Nee. Wir hatten kurz die Hoffnung, weil es haben 2 von 5 Spielern quasi Partyluftschlangen geschmissen. Also 100% Bonusblutpunkte. Und dann haben wir gedacht, vielleicht... Ich glaube, sie kommt zu mir. Ihr könnt retten, wenn ihr möchtet. Ja, ich glaube, okay. Lea ist schon... Sie tritt meinen Jen. Wo bist du denn eigentlich? Hinten in der hintersten Ecke. Aber sie geht direkt wieder weg. Sie hat sich nicht groß umgeguckt. Sie geht Richtung Haus. Sie hat Pop dabei. Ja, sie ist wieder bei den beiden. Jetzt ist der andere angequatscht. Ja, und die kommen, glaube ich, Richtung mich. Richtung mir. Zu mir. Also, ne? Deutsch, schwere Sprache. Ich habe das beste Versteck. Kannst du abhaken, oder? Ja, ich wollte kurz warten, ob Anna herkommt. Aber ich glaube nicht. Nee, ist bei mir nicht. Okay. Geh zum Haken. Warum versucht die sich selbst... Aber die andere ist schon da. Immer dieses Selbstbefreien. Ich... Stein? Anna hat mich. Wow. Ich wollte gerade abbiegen. Verdammte Kacke. Sie ist halt nicht schlecht, ne? Also, ja. Wie es aussieht. Ich hatte noch keinen Kontakt mit ihr. Ja, die ist... Ich habe halt im Moment auch das Gefühl, dass man übelst oft hängen bleibt. So an Steinen und Kanten, wenn du da so lang rennst. Sie ist immer noch bei mir in der Nähe. Dann ziehe ich jetzt den Jen hier durch. Vielleicht kommt sie dann hier hinter. Ja, ihr seid halt auch alle relativ weit weg. Sie ist im Haus. Okay, die Nea kommt, glaube ich, auch gerade gerannt. Wird's am Ende... Oh. Ja, sie ist jetzt da. Sie hält die Axt. Ja, nee, die hat mich... Sie weiß, dass ich hier hinter dem Ding hocke. Nea ist da. Schade. Also, nicht schade, dass du ab vom Haken bist, sondern dass sie mich gekriegt hat. Sie lässt mich liegen. Jetzt kommt sie wieder. Aber die hat diese coole Maske. Die gefällt mir. Weißt du, wo sie hinrennt? Sie wirft in eure Richtung hinter. Sie steht noch hier. Sie holt neue Äxte. Ich weiß nicht, wo Lea hin ist. Keine Ahnung. Die sind beide hinterm Haus von mir aus gesehen. Ganz hinterste Ecke. Ich muss mich bloß mal schnell heilen. Sie ist auf jeden Fall... Sie geht jetzt Richtung Haus, glaube ich. Dann mach halt den Kitzel. So, bitte. Käse, lass mich heilen. Mal sagen, ich glaube, die Anna hat ein Problem. Wieso? Die Schulter knacken hatte. Ja, jahrelang antrainiert, ne? Das kriegst du dann halt nicht raus, die Angewohnheiten. Naja. Sie ist da, wo ich den, wo ich erst lag, an dieser kleinen Hütte. Sie kommt wieder. Also ich muss ja sagen, wirklich am gruseligsten finde ich ihr. Dieses Gelache. Manchmal lacht die so. Wenn die Musikspur quasi zu Ende ist, dann lacht die. Und das klingt so total abgedreht. Oh, ey, ernsthaft um die Ecke? Ich war doch quasi schon rum. Oh, ey. Echt, ey, um die Ecke. Das gibt's doch nicht. Das bringt mich nicht in den Keller, okay? Nee. So, die wird jetzt hier hinterkommen. Die geht ins Haus. Ich laufe mal langsam wegen Spuren. Obwohl,
Nein, Nea! Nein! Das ist meine Freundin! Lass das! Achso, du bist mein Kumpel, meine ich. Nein, nicht Steve. Dwight ist meine Freundin. Manchmal bin ich auch eine Frau. In alles, was du sein möchtest. So, die sind drüben auf der anderen Seite vom Haus. Die haben gejagt. Einer, der ist im Haus. Hast du hier noch irgendwo Jen in der Nähe? Naja, dort hinten an der kleinen Hütte. Da war ich kurz oben dran. Auf dem Balkon. Ja, sie wird jetzt dort hängen. Geh mal in den Schrank. Einfach mal so. Ich bin ja am Terrorradius. Sie ist wieder im Haus. Oh nein! Das ist ja blöd. Sie hat eiserne Jungfrau dabei. Jetzt weiß sie, dass ich da im Schrank stand. Aber sie ist beschäftigt. Sie hat näher, alles gut. Sie hat näher. Da gehe ich jetzt wieder an Jen. Ja. Die rennt doch da hinten rum. Ich dachte, die ist schon viel näher. Es täuscht manchmal so mit dem Gesumme. Zum Haken. Okay. Alter, die habe ich nicht gesehen. Was für ein Lack, Alter. Wir wollen unbedingt auf Krampf den Gen machen, die beiden. Also ich habe meinen jetzt hier halb fertig. Naja, der hier ist komplett zurückgesetzt. Oh, sie ist tot. Junge, Junge! Also sorry, dass wir heute wieder nicht so kommunikativ sind, aber es ist irgendwie sehr anstrengend, im Moment DVD zu spielen. Vor allem, da wir uns immer noch in diesen roten Rängen befinden. Mhm. Oh, Nea, geh doch mal da weg. Sie kommt zu euch, glaube ich. Ah ja. Nea sitzt aber immer noch am Gen. So, wo haben wir denn jetzt hier noch Jen? Hier ist die Luke. Aber ich glaube, du siehst mich wieder nicht. Warum finde ich immer die Luke in letzter Zeit? Ich meine, ich will mich nicht beklagen, aber... Wow. Sie hat näher. Hier, unser Jen ist echt gut weit. Das Problem ist, wenn ich jetzt rangehe und das Pop aufhalte. Ja, ich hole auf jeden Fall sie vom Haken, weil sie ist hier direkt bei mir. Ja, bei mir auch. Oh. Sie ist tot. Ich hole sie nicht vom Haken. Sie kommt zurück. In die Richtung, wo sie herkam. Ich glaube, die Gens liegen für uns ungünstig. Hier im Haus, der ist noch nicht, okay. Oh, hi. Sie hat mich. Geh zur Luke. Nicht, dass du jetzt aber... Oh! Du rennst Richtung Luke! Fuck, fuck, fuck. Es tut mir leid. Oh, ich weiß nicht, wo du bist. Sie sieht dich. Sie hat dich gesehen. Instant. Bist du überhaupt tot? Ja, ja. Ich bin tot. Wie clever, ey. Sie kommt hinter dir her, wo sich sie wirft. Oh, oh, schnell, schnell, schnell! Oh. Los! Geh zur Luke. Es tut mir leid. Los! Jo, ich bin raus! Sehr gut. Oh wei. Naja, meine Daily hat dich wenigstens fast. Oh wei. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, das war's mit Runde 2. Ey, erst bin ich entkommen, dann bist du entkommen.
Jetzt läuft müssen wir jetzt beide raus, ne? Drittens kommen wir jetzt beide und damit ab in die dritte Runde. Dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier tatsächlich beide rauskommen. Es ist zumindest keine so schlechte Map, finde ich. Aber wir haben korrupte Intervention. Ja, ich bin schon wieder Oberopfer. Warum? Ich habe nichts mitgenommen, um Oberopfer zu sein. Aber ich weiß nicht, warum. Also ich habe die Seismic Strike mit und dann ist ja immer jemand die Obsession. Und ich werde sie ja erst, wenn ich das nutze und so. Und danke. Ich danke dir. Ja, ich möchte halt nicht weggetunnelt werden. Und dann muss ich ja irgendwie vorbeugen. Oh, schon wieder eine Anna. Wegen dir bin ich immer obsessen. Sorry. Ich finde es doof. Hast du ja gleich geschafft für diese Woche. Da musst du nicht mehr mit mir spielen. Dann ist die Aufnahme im Kasten und dann... Wir haben auch Ruinen. Aber ich glaube, sie sah anders aus. Also es ist, glaube ich... Ach nee, die gerade hatte ja gar keinen Ruinen. Das war der Freddy mit Ruinen. Ja. Oh, sie hat die andere Klödi. Sie hat Higgs erwischt. Oh mein Gott. Und sie ist hier bei mir. Oh, wir haben trotzdem... Ach, dort ist Ruin. Ich habe Ruin gefunden, da wo sie liegt. Cool. Ich werde auch direkt helfen gehen, weil ich bin hier am Haken. Nee, sie ist noch hier. Ja, ich sehe es. Hier, jemand macht Ruin. Hast du mein Grunzbert eben eigentlich gehört? Was habe ich gehört? Mein Grunzbert hier, der reinkam. Nee. Dominik kam gerade reingelaufen. Ich sage ja immer, wir nehmen jetzt auf. Er soll jetzt nicht anfangen, irgendwie drauf loszuquatschen, wenn er reinkommt. Ja. Gerade reingelaufen. Weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat in der Aufnahme. Also ich habe es gerade nicht gehört. Gut. Vielleicht war bei mir auch einfach der Terrorradius gerade zu laut oder so. Also falls ihr in der Aufnahme hört, mein Mann hat sich gerade geräuspert, als er hier reinkam. Und ich dachte, du meinst mit Grunzbert Milo. Nee, das ist ein Stinkstiefel. Ihr seid alle... Ja, wir sind alle verletzt. Ah, wir sind alle dran geschlagen. Sie hat auch schlampiger Schlachter dabei, glaube ich. Oh. Ist sie noch bei einem von euch? Siehst du das? Also bei mir ist sie nicht, aber sie jagt hier wem, ja. Hinterher. Ich gehe direkt hier an den Jen, der steht so ein bisschen blöd im Schussfeld. Ich weiß nicht, ob sie Barbecue hat. Trau dem Ganzen nicht. Hä? Ruin ist ja noch da. Ja, stimmt. Dann war das wegen die Jägerin vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Oder aufgezehrte Hoffnung. Also hier ist ein Totem, sie aber geht, das brennt nicht. So. Ich kann nicht einschätzen, wo die ist. Ich gehe zum Haken. Egal. Pöli ist hier neben mir die eine und Jen. Hier noch irgendwie Toten finde. Was ist hinten am gelben Bagger? Also sie rennt gerade um die Hütte. Hi. Ach, da warst du. Hi. Okay, du suchst quasi auch Ruin, ne? Ja. Dann guck ich mal nach einem Jen. Brauch ja nicht beide suchen. Okay. Aber es liegt wieder die gleiche. Ich bin in ihrer Nähe. Okay. Sache, die ist besoffen, die alle. Sie ist wieder hier in der Nähe. Ja, sie kommt zu mir. Sie ist beim Bagger.
Gott, das war gerade richtig bescheuert. Was hast du gemacht? Ich habe sie und mich selbst verwirrt. Okay. Dann hat sie dann geschlagen, weil sie dachte sich, was macht die? Hat die einen epileptischen Anfall? Aber sie ist noch hinter mir. Ah, ich bin fest hängen geblieben am Feuerdings. Ich bin fest. Oh, mir wird schon fast ein bisschen schwindelig. Ich bin gespannt, was du da gerade so treibst. Kann man das ja dann alles mal angucken. Die Aufnahme, die wird mega ruckeln, weil ich mich so schnell bewegt habe. Das wirst du gar nicht mehr erkennen. Okay, sie hat schon wieder die Fang. Die Klödi ist bei mir. Hä, die Klödi hat eine Krähe über dem Kopf. Wo war die denn? Den Killer hier hinten hingebracht. Geil, ey. Mein Gen war über die Hälfte. Mann, oh. Fang, ey. Okay, sie ist tot. So, Klödi, jetzt mach mal was Ordentliches hier, die Runde. Wenn ich schon sehe, dass du eine Krähe über dem Kopf hast, dann... hast du wahrscheinlich nicht so viel Sinnvolles gemacht bisher. Oh, nee. Komm schon wieder zu mir. Ich muss halt nur dieses... muss dieses verdammte Ruin, ey. Hat schon mal jemand in der Werkstatt da drin geguckt? Also in diesem... Die rennt hier aber auch immer noch rum, glaube ich. Ja, ja, die ist noch hinter mir, meine ich. Ja. Nee, die Klöte ist, oh, die Klöte ist jetzt mal bei mir. Und tut mal was Nützliches. Wow, kommt wow. Hier mal in der Werkstatt gucken. Ich meine, sie wirft nicht gut, aber sie schlägt halt dann gut. Und das ist halt doch blöd. Ja, genau. Also in der Werkstatt ist es nicht. Seid ihr jetzt? Ja, ich liege. Okay, da. Siehst du sie noch? Nee, sie ist von mir aus gesehen links um die Werkstatt gegangen. So müsstest du eigentlich safe sein. Ja, ich habe immer ein Verhältnis. Du bist, glaube ich, hinten bei der Klödi. Wo bist du? Warte, ja. ich hab ein Köfferchen. Mal, den habe ich gefunden. Mach mal ein bisschen Speedo-Hilo. Juhu! Danke. Bitte. Jetzt gehe ich an den Gen. Ich renne jedes Mal dort hinten zu meinem Gen und dann kommt die wieder. Jetzt gehe ich hier hin. Ich komme mit. Oh, ja. Hock die aber hinter mich, das hilft auch. Da am Bagger habe ich geguckt. Ich habe halt hinten an dem anderen Bagger noch nicht geguckt. Dort ist ein Totem. Aber das leuchtet nicht. Doch, hier, das brennt. Ach, das leuchtet sogar. Das, ich habe gerade nur den weißen Kopf gesehen. Warte, dann, ich gehe Richtung Haken. Sie steht noch dort. Jetzt geht sie weg. Ja, sie kommt weg. Sie hat kein Barbecue, weil sie ist nicht... weil sie ist wieder am Haken. Toll. Sie läuft durch die Shack. Sie kommt jetzt zum Knall.
Sie ist hier hinten. Ich heile die Klüdi. Ja, sie kommt, glaube ich, jetzt. Nee. Sie ist noch hier hinten, alles gut. Da hat die Platte wieder gehangen gerade. Sie ist noch hier. Sie sucht mich, sie ist oben auf dem Hügel. Sie kommt jetzt nach hinten der Wand. So, jetzt ist das blöde Ruin jetzt weg, ey. Ja. Hat sie jetzt ist schon wieder oder ist er noch verletzt? Nee, der ist schon wieder. Aber jetzt ist sie halt auch tot. Oh, jetzt sind schon wieder wir zwei die Letzten. Oh nein, und noch zwei Gens. Wie sollen wir denn beide rauskommen? Wieso können die Mates sich nicht mal anstrengen? Ich glaube, sie kommt wieder her. Warte, sie ist noch dort im Schrank. Gehen wir aber anders hin. Oh, ja, ich habe reingeschissen. sie ist aber an dem anderen Gen hier hinten. Okay. Halt trotzdem mal kurz in Deckung. Ja. Manchmal muss man auch Glück haben. Sie kommt jetzt rum zu dir. Ich hänge hier am Ausgang in der Ecke. Oh, dieses. Die ist so betrunken, die Frau, ey. Ah, sie rennt hier wieder auf den Hügel. Mach mal den Jen hier hinten jetzt. Der ist jetzt gleich halb fertig. Vielleicht kann ich den durchziehen. Ich bin jetzt immer noch hier hinten. Okay. Bei 3/4. Oh, Alter! Die rennt hier wieder weg. Ich bin gleich durch. Ja, sie kommt, glaube ich, zu mir. Ich sitze wieder an dem Gen, also. Ja, sie wirft nach mir. Ich versuche hier hinten irgendwie rumzurennen. Ja, der Gen ist bei der Hälfte, also. Bei mir ist dann auch gleich ein Ausgang. Ich versuche dann. Falls sie es schaffen, den fertig zu kriegen. Oh oh. Was? Durch den Baum? Wow. Verdammt. Ich bin tot, aber ich komme bestimmt in den Keller. Nee, komme ich nicht. Sie bringt mich ein bisschen in deine Richtung hier hinter. Ah, ich bin tot, meine ich. Ja. Susi, du schaffst das. Vielleicht findest du noch die Luke. Sie wirft, ja, zu den Ausgängen. Aber dann scheint sie auch nicht nach der Luke zu suchen, oder? Nee, ich weiß es nicht. Oder sie weiß, wo sie ist und die ist oben auf dem Hügel, wo sie steht. Das wäre halt jetzt Jackpot für den Killer, ne? Den Hügel ist sie nicht, da war ich. Befürchte es.
Da! Okay. Yeah! Woo! Junge, Junge, das so, war sie mal... hat die Quote gehalten. Ja, wenigstens einer von uns ist immer entkommen. Oh nein, guck mal auf meinen Rang. Ich sag nichts. Ich möchte kein Rang 2 Spieler sein. Die sind, ganz ehrlich, wir sind wirklich momentan in Rängen, wo ich sage, die sind zu gut für uns. Deswegen kommen wir auch immer nie mehr raus. Und das soll jetzt keine billige Ausrede sein. Es ist einfach so. Es ist einfach so, dass für mich die roten Ränge einfach nicht sind. Punkt. So, aber egal. Wir haben die Quote gehalten. Genau. Wir sind immer einmal entkommen. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Und ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.